Hallo und herzlich willkommen wieder bei Devil TV. Hier ist wieder euer Pit und eure Nasty. Und wir spielen wieder für euch eine Runde Star Wars Battlefront 2. Viel Spaß dabei. Bitte. Sollten Sie nicht mir folgen? Das ist immer noch eine Mission des Inferno-Trupps. Und ich bin immer noch General. Ich folge Ihnen. Kann der jetzt reingehen? Es ist verdammt heiß hier draußen. Ja, ein altes Fließband. Da war
Raumschiff hat das Imperium AT-ATs montiert. Geklemmt. Wir kommen nicht rein. Wenn wir das Fließband starten, müsste es uns reinbringen. Hier, steigen Sie ins Cockpit. Hey, würden Sie bitte... Ja, irgendwann ist der Weg. Ich weiß. Schon mal was von Privatsphäre gehört? Aber dafür umso mehr Fuß. Sehen Sie das? Diese Anlage ist gar nicht verlassen. Sie ist voll in Betrieb. Und wir stehen die Waffen und legen die Fabrik still. Gar kein Problem. Das haben Sie über Han Solos Rettung aus Jabba's Palast auch gesagt. Wir kriegen das hin. So wie immer. Wenn Sie dabei sind, läuft einfach nie etwas nach Plan. Ja, das ist das Hauptterminal. Dort können wir die Fabrik abschalten. Wir müssen nur an den Sturmtruppen vorbeikommen. Ah, du und ich wieder im Einsatz. Das vermisst du doch auch. Ich vermisse das überhaupt nicht. Da werden wir. So ein Glück. Okay, gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom an. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Oh Mann, Leute. Dann, da hat's mich jetzt hier glatt gekillt. Nasty Scream ist dran. Okay. Gehen wir zum Hauptterminal und schalten den Strom an. Wenn ich schieße, weißt du, was zu tun ist. Echt nervig. Ich will Boom und nicht sowas wie Rauchbombe. Nein, das ist Kaboom mit Zündung. Kannst du werfen, dann liegen, dann bist du wieder ein. Ich wollte noch was zu tun, dann hab ich mich schon gemacht. Dann sind noch was zu tun. Level ist da immer so, würde ich sagen. Überall Effekte, überall Rauch. Ist halt nur wirklich ein bisschen kurz. Echt schade. Am größten auf der Aktivitätsmodus, der mich da wirklich gewöhnen lässt. Aber wir kriegen ja im Dezember noch ein Story-Kapitel mit Aiden, pünktlich zum Kinostart von Episode 8. Und darauf freuen wir uns natürlich. Feindlicher schwerer Schütze!
oder so. In dem Level. Ich hab wieder auf Autobahn. Ich hab's überlebt. Siehst du das? Also. Hey, wir sind nicht tot. Schön. Also zum Terminal und den Laden abschalten. Überall rumdrücken. So, schnell vorbeigehen, mal drücken. Alles klar. Sie wissen schon, was Sie tun, oder? Ja, natürlich. Unautorisierte Eingabe entdeckt. Sicherheitsabriegelung eingeleitet. Schön. Für mich war das ein Ausschaltknopf. Okay, neuer Plan. Das Ding läuft mit Lava, oder? Ja. Warum? Was haben Sie vor? Improvisieren. Such uns einen Weg hier raus. Ich will nur möglichst weit weg von Ihnen. Was von mir? Was du willst, nur von mir. Verpasst den ganzen Spaß. Diese Lavapumpen sind genau das Richtige. Ich werde die Menge angucken, weil ich cool ist. Na, da stehen sie schon. Ich habe
Was uns auch stört, ist, dass diese Penner Visual Games so gemacht haben, die an einem Super Story Singleplayer Game gearbeitet haben. Und jetzt haben die das Spiel genommen, den Entwickler zugemacht, die an anderes Entwickler zugegeben. Und den Story Einzelspieler Aspekt ist die Ecke. Das soll eher dann wie bei Battlefield sein. Lama, Kopf ist 200%. Seit wann macht die keine Spiele mehr? Problem gelöst. Seit wann macht die nur noch so Leipzig? Oh mein Gott, ich bin gerade gestorben. Ich bin gerade voll. Voilà. Einfach so gestorben? Einfach gestorben. Ich will Singleplayer-Spiele. Wir Fans haben seit Jahren auf ein neues Singleplayer-Stars gewartet, das bitte. Geht's doch auch, du kannst das Spiel auch in Couchcore spielen. Lava? Nein, ich lege sie lahm. Mit Lava? Was ist mit den Waffen? Einen will sie für die Republik. Ich entschuldige mich später, diese Waffen sind nichts fürs Imperium. Thank you.
richtig aufstelle, müsste ich rüberkommen. Leute, unglaublich, ja. Erst wenn Nasty Scream einfach in die Lava, da denke ich mich hier gerade noch ein bisschen Studio drüber auf, ey Alter, und Lava, rennst du in die Lava, hat man jetzt gerade das scheiß Mikro nicht an. Und was passiert mir, ne? Ihr habt's gesehen, direkt nochmal in die Lava. Nasty Scream ist gut, diesmal besser noch. Wenn ich den Kampfläufer richtig aufstelle, müsste ich rüberkommen. Ah, der Knopf war's nicht. Vielleicht der hier? Keine Zeit für sowas. Im Zweifelsfall drauf schießen. Das sollte reichen. Schwef, hast du was für uns? Neuer Plan. Wir treffen uns hinten an dem Fließband. Enorme Risiken ein. Schwef, ich könnte dich küssen. Rutsch rüber, ich werde fahren. Wird bestimmt lustig. Zum Shuttle, bringt sie uns in eine erhöhte Position. Was soll ich tun? Sag Alten, wir sind bereit zur Abholung. Mit Vergnügen. Halten! Es ist an der Zeit! Gut, wie viele Waffen laden wir ein? Null. Wir haben sie eingeschmolzen. Was ist dann die Fracht? Ein verzweifelter Duros und ein lächerlicher Mann mit Hunger. Ich war sehr präzise, was die Missionsparat getan hat. Alten! Alten, sind Sie noch da? Du bist weg. Was war das? So klingt ein perfekt funktionierender Plan. Tempo, Karissian!
am Ende. Sterbe ich hier, bin ich froh, dass Sie es auch werden. Okay, Kumpel, danke. Siehst du, hab doch gesagt, wir schaffen das. Die Fabrik zu zerstören hatte größere Auswirkungen, als wir dachten. Admiral Akbar ruft alle Schiffe der Republik nach Jakku. Die gesamte imperiale Flotte ist dort, abgesehen von der Ausrüstung von Sallust. Mein Vater wird wohl dort sein. Doch seine Verhaftung ist keine Priorität. Dieser Kampf könnte das Ende des Krieges bedeuten. Wir gehen rein und helfen so gut wir können. Ich empfange eine Menge Notsignale. Verdammt, sind das viele. Del, die Corvus gehört Ihnen. Luftsicherung. Triff und ich helfen am Boden. Einen Moment noch. Aiden. Komm gefälligst wieder, ja? Passen Sie gefälligst auf mein Schiff auf, ja? Hey, Shriff, hoffentlich überlebst du diese unfassbar riskante Mission auch, mein Freund. Danke, Dad. Deine Freundschaft bedeutet einfach alles für mich. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Devil TV. Hier ist wieder euer Pit und eure Nasty. Und wir spielen wieder für euch eine Runde Star Wars Battlefront 2. Viel Spaß dabei.
still jetzt. Es geht los! Eindringlinge! Lassen Sie rauf! Da sehen Sie nicht durch! Dann war's das für ihn. Da! Mehr imperiale Truppen! Das ist ein schwerer Schütze! Noch mehr Orbitalangriffe, Inferno! Kampfläufer kommen immer noch! Gleich nochmal ein. Wir müssen die Kampfläufer mit mehr Orbitalbeschuss erwischen. Dann war's das für ihn. Hier da!
Imperiale Verstärkung! Wir schaffen es! Hallo, Captain Lindsay. Willkommen auf der Corvus. Helfen Sie unseren Freunden auf die Corvus. Jawohl! Alle vorwärts! Laufen wir jetzt weg? Fast anders hätten sie Spaß dabei. Ach, niemals. Jeder für sich. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was hier unten ist. Was passiert, wenn wir Ihrem Vater begegnen? Wir haben seine Spur so lange verfolgt. Ich weiß wirklich nicht, was passiert, wenn wir ihn jetzt finden. Konzentration. Er ist nicht die Mission. Phantomstaffel, unterwegs zur imperialen Bodenverteidigung. Wedge, Snap, schaltet die Kanonen aus und geht uns Deckung. Wir arbeiten daran, die Ravager aus diesem Kampf zu holen. Es geht los! Okay, das war's. Commander, der abgeschossene Sternenzerstörer schickt Bomberverstärkung zu einer imperialen Forschungsanlage im Carbon Ridge. Die Anlage ist ein Hauptziel der Republik. Nein, wir könnten die Bombe aus dem Hangar heraus abfangen. Gute Idee. Suchen wir einen Landeplatz. Schalten wir den Hangar ab. Wir gehen rein und suchen im Wrack nach Kerndetonatoren. Sie wissen nicht, dass wir hier sind. Gut. Ich eröffne das Feuer. Verstanden? Unsere Bombe halten die Republik im Feuer! Na toll, ein Raketenwerfer! Thank you.
Detonatoren. Die werden nicht reichen. Sehen Sie sich weiter um. Das waren alle. Der Weg zum Hangar ist frei. Wir brauchen die Detonatoren. Mehr Detonatoren. Mehr Explosionen. Zeit, den Hangar endgültig abzuschalten. Ihre Waffen finden. Sofort. Detonatoren sind scharf. Also schön. Dann nicht viel raus hier. Schnell! Auf Heilung! Nicht schlecht, Droide. Es werden immer mehr! Dann schießen Sie ihn weiter! Das muss das Rettungsteam sein. Das haben Sie nicht erwartet. Zu den Schiffen! Gehen Sie voran! Sie kommen immer noch! Aus dem Weg mit Ihnen! Weiter so, wir haben es fast geschafft. Gut! Ich denke schon. Wunderschön. Fühlt sich so in. Trev, stoßen Sie zu Corvus. Da, wo können wir noch helfen? Gute Arbeit. Captain Lindsay und seine Leute nehmen gerade Carbon Ridge ein. Allein hätte ich das nicht geschafft. Wie läuft es da oben? Schwer zu sagen, aber ich denke, das sind. Ich denke, Sie haben recht. Ich spüre es. Es ist fast vorbei. Heute stirbt das Imperium. Besser spät als nie. Commander, wir haben ein Problem. Was war das? Ihr Vater. Er hat uns gefunden. Der Admiral schickt den Corvus Bomber hinterher. Die müssen erst an uns vorbei. Schalten wir sie aus. Ja, Commander.
ein. Korb ist getroffen. Bomba beseitigt. Noch nicht. Eine weitere Staffel ist zu uns unterwegs. Bomber zerstört. Einer weniger. Mach's gut. Nächste. Wir haben noch eine Teilstaffel im Anflug, aber das stimmt fast nicht. Sie hat direkten Kurs auf Sie. Hallo, Aiden. Task. Ich wusste, Sie würden die Gelegenheit nutzen. Glauben Sie, Sie und Dell sind heute meine geringste Sorge. Hier geht es um mehr, als Sie begreifen. Staffel, Angriff! Aiden, er ist es nicht wert. Ich muss es versuchen. Jetzt los! Na gut. Rückzug! Folgen dem nächsten Notsignal. Aiden, nein, auf keinen Fall. Wir kommen und holen dich sofort. Nein, das ist ein Befehl. Droide, Verbindung trennen. Aiden, nein! Festhalten! Guten Tag! Ich sehe sie. Thank you.
mal heilen? Ah, gut. Mein Vater vom Schiff bringen, bevor es abstürzt. Du bist dran. Des Imperiums ist gekommen. Geh nicht mit ihm unter. Ist das ein Rettungsversuch? Ich lehne dankend ab. Wir müssen gehen, los. Rex erwartet auch von mir, dass ich gehe. Aber ich gehöre hierher. Mein Leben gehört dem Imperium. Ich habe dafür gekämpft. Was ist noch davon übrig? Schwäche erkannt und wurdest nicht davon verschlungen. Das hat dich stark gemacht. Deshalb wirst du mich hier zurücklassen. Du verdienst was Besseres. Nein, deshalb gehst du ohne mich von hier weg. Du verdienst dein Leben in Frieden.
Geh. Überlebe. Lebe. Es ist vorbei. Wir haben gewonnen. Droide sagt mir, dass er lebt. Sieht so aus. Das freut mich. Los, kommt jetzt. Das müsst ihr sehen. Also, wenn Sie mein Schiff mieten möchten, können Sie auch einfach fragen. Die Karte zu Skywalker.
Du weißt, wie ich sie finden kann. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Wo ist sie jetzt? Ich werde gar nichts sagen. Du glaubst, das Schiff wird dich schützen, dich abschirmen. Wird es nicht. Hier war dein Anfang. Du hattest Hoffnung, das Imperium würde dir Mut geben. Fühlst du dich jetzt mutig? Los, Syntaker hat die Karte zu Skywalker. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Wo ist sie jetzt? Deine Erinnerung ist so leicht zu knacken. Du wirst es mir sagen. Irgendwann. Was wollen Sie eigentlich, Captain? Nun, wir werden es abwarten müssen. Sie war mutig genug für euch beide. Komme zuerst, gehe zuletzt. Sie hat dich ruiniert. Schon mal hier. Du hast was gefunden. Deinen Glauben.
Die Jedi. Warum helfen sie mir? Hallo und herzlich willkommen wieder bei Devil TV. Hier ist wieder euer Pit. Und eure Nasty. Und wir spielen wieder für euch eine Runde Star Wars Battlefront 2. Viel Spaß dabei.
still jetzt. Es geht los! Eindringlinge! Lassen Sie rauf! Da sehen Sie nicht durch! Bitte. Sollten Sie nicht mir folgen? Das ist immer noch eine Mission des Inferno-Trupps. Und ich bin immer noch General. Stimmt. Ich folge Ihnen. Können wir jetzt reingehen? Es ist verdammt heiß hier draußen. Starten müsste es uns reinbringen. Hier, steigen Sie ins Kopf. Hey, würden Sie bitte... Ihr Bekannt ist im Weg. Ich weiß. Und wir hoffen euch auch. Weiter geht's mit weiteren vielen, vielen Titeln. Behaltet unsere Channel im Auge. Reingehauen.